Liliane Susewind. Ein Eisbär kriegt keine kalten Füße. Von Tanja Stevner. Gelesen von Katharine Stojan. Erstes Kapitel: Schnurrdame mit Sonderwunsch. Wachen Sie sofort auf! Miaute eine durchdringende Stimme. Liliane Susewind, genannt Lilli, fuhr aus dem Schlaf hoch. Was? Neben ihr saß eine orange getigerte Katze auf dem Bett. Frau von Schmidt, die wohl vornehmste Schnurrdame der Welt. Lilli verstand ihr Miauen ganz genau, denn Lilli konnte mit Tieren sprechen. Miau, beenden Sie unverzüglich Ihr Herumgedöse, verlangte die Katze. Miau, ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Lilli rieb sich die Augen. Ist was passiert? Nein, keineswegs. Warum wecken Sie mich dann? Das habe ich Ihnen doch gesagt, miezte Frau von Schmidt. Ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Ach ja? Der Schwanz der Katze schlug ungeduldig auf das Laken. Was denn? Hakte Lilli nach. Ich habe einen Plan, erklärte die Katze mit funkelnden Augen. Was für einen Plan? Ja, ein über die Maßen ausgefuchstes Vorhaben. Frau von Schmidt setzte sich kerzengerade auf. Es ist derartig imposant, dass es mir selbst den Atem verschlägt. Lilli runzelte die Stirn. Was für eine Schnapsidee hatte die Katze jetzt wieder? Frau von Schmidt warf sich in Pose und eröffnete. Ja, ich werde mich verlieben. Lilli starrte sie an. Das ist mein sagenhafter Plan für dieses Frühjahr, rief die Katze. Ich werde eine Romanze erleben. Ist das nicht phänomenal? Ja, sagte Lilli. In wen wollen Sie sich denn verlieben? Ach.